Jonathan Mese sagt, ich bin am Unspieldemokratie nicht beteiligt. Ich wähle keine Menschen an die Macht. Jetzt sind wieder Menschen an die Macht gewählt worden. Ja? Und jetzt kommen die Demokraten und sagen, ja, das Ergebnis ist aber falsch. Ja? Wir können es an einer Figur wie Trump festmachen. Ich mag Tagespolitik nicht. Der Typ Trump ist für mich der größte Performer momentan auf diesem Planeten. Nur einen gibt es, der noch besser ist, das bin ich. Ja? Donald Trump ist ein Künstler, ja, der so tut, als wäre er Realpolitiker. Vielleicht wird er es, keine Ahnung, interessiert mich auch nicht weiter. Das ist auch nur eine Zwischenfigur. Nur gegen diese Figur kann man noch nicht so vorgehen, dass man sagt, aha, der ist ja gewählt worden, da ist das Falsche gewählt worden. Nein, wenn ich etwas wähle, kommt entweder das Falsche oder das Superfalsche an die Macht und das ist immer das gleich Falsche. Wenn ich wählen gehe, kommt eh das Falsche an die Macht. Ja, wenn ich mich an diesem demokratischen Unspiel beteilige, dann darf ich mich doch nicht wundern, wenn irgendwas an die Macht kommt, was falsch ist. Nur wenn ich demokratisch wählen gehe, muss ich doch das Ergebnis akzeptieren. Nur ein Mensch, der nicht demokratisch wählen geht, wie ich zum Beispiel, ich gehe nicht wählen, ich kann das gar nicht, ich wähle keine Menschen an die Macht, nur ein Mensch wie ich kann sagen, er ist ein tatsächlicher Gegner dieses Systems oder dieser Figuren. Alle Menschen, die demokratisch an die Macht gewählt werden, sind falsch. Es gibt da nichts Besseres oder Richtigeres. Ja, und jetzt merken diese Leute, die ja auch demokratisch wählen gehen, dass möglicherweise ist was Falsches für sie an der Macht. Aber für die anderen Demokraten wäre die andere Figur wieder falsch. Wer ist denn nun der Richtige? Sie sind alle falsch. Ja? Nur jetzt kommen die Intellektuellen und die Künstler und sagen, was ist passiert? Ja? Das Schlimmste ist angeblich an die Macht gewählt worden. Ist dann vielleicht das an die Macht wählen falsch? Darüber kann man doch mal nachdenken. Das ist das, was im Moment passiert. Und jedes Mal, auch die Journalisten überall, sie reden gar nicht über den Kern der Sache. Die Sachlage ist, ein demokratisches System ermöglicht Leute wie Donald Trump, Leute wie Angela Merkel, jeder Staat, der momentan auf diesem Planeten existiert, reklamiert für sich das Demokratische. Also ist dieses System fähig, das alles unter eine Glocke zu nehmen. Das Demokratische ist so ausgehöhlt, so nichtssagend, so dämlich, ob nun die Elite demokratisch wählt oder das Volk demokratisch wählt, ist vollkommen einerlei, es ist eh das Gleiche. Und was da gewählt wird, ist eh immer gleich, weil es falsch ist. Es ist nicht zukünftig. Zukünftig ist nur das, was nicht wählbar ist, nämlich Liebe, Demut, Kameradschaft, Atmung, Zukunft. Zukunft ist nicht wählbar und wir können nicht die Zukunft von gewählten Menschen repräsentieren lassen. Wir können uns nicht mehr ideologisch repräsentieren lassen. Von gar nichts. Von niemandem. Wir können dankbar sein, dass sich gerade Dinge aufbrechen. Das ist das Einzige. Nicht, aber ich kann doch nicht als Künstler auf die Straße gehen gegen etwas, was eine Tatsache geworden ist. Der Künstler schafft die Tatsachen. Der Künstler ist die Tat. Nicht der Täter und nicht das Opfer. Kunst ist die Tat. Ja, du legst vor. Wir können nicht nachlegen. Das geht nicht. Wir müssen vorlegen als Künstler. Wir müssen vorlegen. Ja, und wir können jetzt nicht auf die Straße gegen einen Trump, gegen einen Putin oder so gehen, weil die haben vorgelegt. Wir sind im Sack. Ja, ich habe gegen die Typen gar nichts, weil sie wenigstens verstanden haben, dass man das System aushöhlen kann. Weil es nämlich nicht tragbar ist mehr. Vielleicht war es mal vor 2000 Jahren tragbar. Vielleicht war die Weltdiktatur der Demokratie vor tausenden von Jahren anders. Ja, aber heute ist sie nicht mehr tragbar. Es kann nicht sein, dass eine Mehrheit oder eine Minderheit entscheidet, was regierungsfähig ist. Die Regierung der Zukunft ist unwählbar. Sie ist die Unwählbarkeit. Ja, und im Moment kriegen die Leute nur noch die Spiegelbilder ihrer selbst. Nicht? Sie zelebrieren ihre Hilflosigkeit und das geht mir so auf den Keks. Ja, ich kann diese Angriffslustlosigkeit dieser ganzen Demonstrationen und Demonstranten nicht ertragen. Ich ertrage diese Massen von ich-verseuchten Subjekten nicht, die alle denken, nur weil sie reagieren, seien sie auf der richtigen Seite. Agiert doch mal! Zeigt, dass was anderes möglich ist.
Ja, geht in die Kunst rein und nehmt die Kunst als Kampfstoff und Waffe. Die Kunst wird an die Macht kommen, wenn ihr nicht mehr Menschen an die Macht wählt. Ich bin weder für noch gegen Trump. Das ist für mich alles von gestern. Mich interessiert es einfach nicht. Und ich soll reingesogen werden. Jedes Medium gerade, jede Journalie beschäftigt sich mit dem Phänomen Trump. Aber worum es wirklich geht, wird nicht gesagt. Es geht darum, wie schmierig und schleimig Demokratie ist. Darum geht es. Wie schwach und wie nutzlos das ist. Nicht? Und die Typen verstehen gar nicht. Ein Trump ist ein Typ, der will alles auf die Spitze treiben. Das ist ein Spieler. Ja? Das ist möglicherweise gar kein Realpolitiker. Der versucht es einfach, der macht es einfach. Wie Caligula. Er sagt einfach immer extremere Sachen und wundert sich natürlich auch, dass es durchgesetzt wird. Manches wird dann nicht durchgesetzt, ist auch vollkommen scheißegal. Da wird einfach nur sowas unterschrieben und dann Riesenaufregung. Ja? Und dann wird sich gefragt und dann irgendwelche Richter und die sind dann da. Und warum fragt man sich nicht, ist das ganze System vielleicht zu schwach? Ist es vielleicht zu blöd? Ja, ist das ganze System ausgehöhlt? Ist das nur noch eine Form? Ist das eine Formalie? Kann man nicht das System einfach mal abschaffen und was Neues generieren? Jetzt kommen diese ganzen Typen wie das Häschen vor der Schlange und demonstrieren sogar noch gegen die Schlange. Die sind wahnsinnig. Was sind das für Typen? Kraft, Vergeudung. Ich würde es ja mal auf die Spitze treiben, das Ganze. Wenn man schon sagt, man lässt bestimmte Leute nicht mehr ins Land. Sag doch mal einfach, ich lasse einfach ab heute keinen Menschen, überhaupt gar keinen Menschen mehr rein. Ich schotte mich mal komplett ab. Ja, einfach das Ganze mal so ins Absurde ziehen, wie es eh schon ist. Ist doch eh alles absurd. Ist doch egal. Ja. Dass das auch alles bierernst genommen wird. Natürlich ist es bierernst, weil die Leute in der Realpolitik leben, ich nicht. Für mich ist das alles ein Gag. Ich denke immer, ich bin in einer Gag-Show. Ich bin im Comedy-Club. Das ist für mich. Und ich kann auch nur so reagieren, indem man noch radikalere Sachen sagt. Schottet euch komplett ab. Geht gar nicht mehr auf Reisen. Ja, dann bricht nämlich das System zusammen und vielleicht kommt dann was Neues. Macht gar keine Kulturreisen mehr. Geht gar nicht mehr nach Amerika. Wozu? Geht doch aber auch nicht mehr nach Russland. Geht auch nicht nach Japan. Nirgendwo hin. Was denken wir, was dann passiert? Keine Besuchsrechte mehr. Einfach mal überall Mauern hochziehen, die 5000 Kilometer hoch sind. Dann können alle bauen, dann haben alle Arbeit, ist doch alles super. Ja? Und Transportsysteme schaffen, Vatikan riesig aufbauen, einen riesigen Turm bauen, ist doch geil, können wir doch alles, bis zur Sonne, können wir alles machen. Warum wird es nicht gemacht? Ne? Nee, Realpolitik. Und dann kommt jetzt jemand, der heißt Trump, der hebelt das alles weg. Mit ein paar Absätzen, mit einem Grinsen. Und die Leute, ne, im Nachhinein, oh, die schöne Demokratie wurde jetzt aber besudelt von dem Falschen. Nein, die Demokratie ist falsch. Mann, die Gelehrten heute, sie sind alle komplett verunsichert. Sie wissen gar nichts mehr, wie sie antworten sollen auf eine Figur wie Trump. Auf einen relativ proletigen Typen. Das finde ich ja ganz geil, dass der proletig ist. Das ist doch geil. Ja, sei doch mal proletig. Aber die können nichts mehr machen. Die sind nur diese Gefesselte ihres eigenen mickrigen Subjekts. Ich. Sie sind so verknöchert und humorlos. Sie wissen gar nicht mehr, was sie sagen sollen. Sie kommen immer dann mit einer kleinen realpolitischen Portion. Donald Trump interessiert sich für Realpolitik überhaupt nicht. Und der starb. Der starb. Ja, das ist denen vollkommen wurscht. Die wollen alles aufbrechen, zerbrechen und warum nicht? Ja, was ist das Problem? Das ist aber eigentlich das, was der Künstler machen sollte. Ja, wir Künstler haben alles aufzubrechen, alles zu bezweifeln, alles in Frage zu stellen, alles der Selbstzerstörung anheimzustellen, was eben sich selbst zu zerstören hat. Das Problem ist, dass diese Typen gerade uns alles wegnehmen, nicht wir. Ich lache mich halb tot, jeden Tag aufs Neue. Ich denke immer, wie weit kommen die Leute da? Wahnsinn. Und zwar, weil sie befeuert werden. Die Typen, die jetzt kulturpolitisch auf die Straße gehen gegen die Trump, die machen Trump zum absoluten Mythos. Sie sind diejenigen, die den Typen nach oben hauen. Der wird bald riesige Statuen neropolischer Natur aufbauen, in Amerika, überall. Ja, und warum nicht? Der nimmt eben den Künstlern das Heft aus der Hand. Ja, das ist aber euer Problem. Und das habt ihr zu verantworten. Mir ist das egal. Ich will einfach nur den geilsten Performer der Welt sehen und kennenlernen. Ich sehe ihn jeden Tag, wenn ich in den Spiegel gucke. Ja,
aber ich würde ja auch gerne mal ein paar andere sehen. Aber in der Kunst sind sie ja nicht vorhanden, weil sie immer nur realpolitischen, reaktionären Dreck bringen, ja? Weil sie immer nur reagieren auf irgendwas, was schon vorgegeben ist. Ein Trump, der legt vor, Mann, peil's doch mal. Du musst vorlegen, radikaler sein, extremer sein. Und zwar nicht in der Realität. Es geht hier nicht um Mord und Totschlag auf der Straße. Es geht darum, dass du zu Hause bist, mit deinen Freunden bist. Liebevoll. Es geht um Liebe. Liebe, 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 Liebe. Ja, das ist auch deshalb, warum ich meine Mutter so herausfordere. Weil ich fordere mein Recht auf Liebe ein. Auch meiner Mutter gegenüber. Und ich will, dass sie 150 wird. Weil sie hat noch so viel beizutragen. Sie ist schwerst verunsichert. Auch durch mich. Jetzt gehen wir mal in die Tagespolitik. Kurz mal einen Ausflug. Trump. Ob ich den will oder nicht, ob ich den mag oder nicht, der Typ ist da, stellt vollendete Tatsachen auf und die Kulturszene ist nicht, die ist so verblödet, dass sie nichts anderes tut, als auf ihn zu reagieren. Ja, die ist nicht mehr in der Lage, selber zu agieren, etwas Geileres zu zeigen, sondern sie verweist nur auf die Vergangenheit. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich verstehe diese Typen nicht, die mit gegen Trump. Der ist doch gewählt worden. Nach demokratischen Mustern. Genauso, wie sie es doch wollten. Wie kann das jetzt benutzt werden, um auf ihn zu reagieren? Die Kunst hat immer agiert und alles andere hat auf sie reagiert. Wie kann ein Künstler, muss mit Kunst antworten. Und die Kunst ist radikaler als Trump. Aber ein Künstler, der sich politisch so klein macht, weil wenn du dich politisch aktiv verhältst als Künstler, bist du so klein. Und dann hat dich Trump im Sack, was ja auch völlig okay ist. Nur wie kannst du so reagieren? Außerdem die Frage nicht zu stellen, der ist demokratisch gewählt worden. Also ist er ein Produkt der Demokratie. Die Demokratie hat diesen Typen ermöglicht. Ob ich ihn nun mag oder nicht, ist vielleicht die Demokratie falsch? Das ist das, was ein Kind sofort sagen würde. Ich würde sagen, ist das System vielleicht scheiße? Können wir damit nicht mehr leben? Können wir damit nicht mehr umgehen? Sind wir zu optimiert mittelmäßig geworden? Oder sind wir zu elitär? Sind wir vielleicht zu sehr Volk geworden oder zu sehr Elite? Irgendwas kann man sich doch mal fragen. Ich verstehe nicht, dass Künstler nur reagieren. Nur noch, also die Flüssigkeiten, die gehen zum Größeren. Ich sage mir, bau dich selber auf. Werd so groß, dass Realpolitik Religion gar keine Chance mehr hat. Das kann jeder einzeln machen. Da brauchst du keine Masse. Aber die Leute gehen in die Masse, ja, und sagen, ich bin aber so beleidigt, dass der jetzt an die Macht gekommen ist. Ja, der wurde gewählt, Mann. Der wurde gewählt. Nein, Manipulation. Der wurde natürlich durch eine Manipulation gewählt. Das sagen sie immer. Das sagen aber auch die Guten und die Schlechten, die Täter und die Opfer gleichzeitig. Ich möchte ein Regierungssystem, das weder Opfer noch Täter produziert. Und das kann nur ein sachliches Regierungssystem sein, was all das überwindet, was momentan an der Macht ist. Etwas anderes muss an die Macht als das, was jetzt an der Macht ist. Etwas anderes, was nicht gewählt wird, was nicht schon feststeht. Wir wollen auch keine Paradiese an der Macht. Es geht um das, was wir als Potenzial hätten, wenn wir das Potenzial einsetzen würden. Das Potenzial des Übermenschen, der ist in uns. Ja, den können wir rauslassen. Aber dann müssen wir aufhören zu reagieren, sondern agieren. Die Grenze zeigen. Hier ist die Grenze. Ihr demokratisch gewählten Machthaber, wir wollen euch nicht. Egal wie ihr heißt, die Kunst verlangt, dass die demokratisch gewählten Machthaber abdanken. Alle, ohne Ausnahme. Ich werde es hier jetzt nicht kacke halten. Ich mach das. Du hörst dich nicht kacke halten. Sag das uns gut an. Das können wir nicht. Dazu nicht. Dazu nicht. Wunderbar. Nicht.